Guten Tag miteinander. Mein Name ist Ibrahim Abdullahi und ich wohne in Egnach, Thurgau. Ich bin ein sehr guter Freund von Adam Inglis. Ich freue mich, dass Sie und ich heute hier erschienen sind und wir gemeinsam die Musik von Adam Inglis feiern. Meine Rede wird über die Landessprachen, die in Somali gesprochen werden, sein. Man sagt, dass Somalia in verschiedenen Bereichen homogen ist. Besser gesagt, Somalia nur über eine Sprache verfügt. Die Wahrheit ist jedoch, dass in Somalia zwei Sprachen gesprochen werden, die so unterschiedlich sind wie zum Beispiel Deutsch und Holländisch. Das wären die Sprachen Mai und Mahatri. Aber wie kommt es, dass immer noch viele Leute denken, dass es nur eine Sprache gibt? Im Jahre 1960 erlangt Somalia die Unabhängigkeit und ich stelle eine eigene Regierung auf. Zu dieser Zeit bestanden praktisch alle Regierungsmitglieder aus somalischen Leuten, welche die Landessprache Mahatri sprachen. Das heißt, innerhalb von einigen Jahren wurde diese Sprache gefördert. Sie hat sich im Schulleben, im Mediensektor, so im öffentlichen Leben durchgesetzt. Gleichzeitig wurde von der Regierung versucht, die Sprache Mai zu verdrängen, was zu viel Schmerz und Demütigung in der maisprachenden Bevölkerung geführt hat. Der Demokratie Stadt Schweiz hat vier Landessprachen. In den jeweiligen Kantonen wird die dazugehörige Sprache gesprochen. Die Schweiz ist somit ein gutes Beispiel dafür, dass es auch mit mehreren Sprachen sehr gut funktionieren kann. Darum hat sich von allen in den letzten Monaten eine weltweite Bewegung gebildet, die will, dass in die Sprache Mai mit der Sprache Mahatri gleichgestellt und ebenfalls gefordert wird. Adam Inglis, Fahd und ich sind Teil dieser Bewegung und unterstützen deshalb Organisationen in Somalia, die genau dieses zum Ziel haben. Uns ist es wichtig, dass ein Umdenken in der Regierung und Bevölkerung stattfindet und zukünftig die Sprache Mai im öffentlichen Leben in Somalia rechtmäßig vertreten ist. Danke vielmals. Herzlichen Dank, Herr Mandul, für diese Worte. Viele von uns wussten das nicht, dass in Somalia zwei Sprachen gesprochen werden und das ist ja wichtig zu wissen. Jetzt kommt die Musik und Herr Abdumuri ist schon an das Instrument gegangen und ich möchte jetzt das Mikrofon auch an ihn geben.